Servus Leute und willkommen zurück zum Bausimulator 2015. Ja, letzten Part haben wir ein bisschen, ich weiß gar nicht das Thema, irgendwas war's. Ah, ich glaube schon Landleben oder Stadtleben geredet. So, wir fahren natürlich wieder drüber über die Rotampel, so wie wir es gewohnt sind. Geredet, heute will ich ein bisschen, das Thema ist aufgekommen, nämlich, jetzt fällt es mir nicht ein, natürlich Modellbau, Modellautos, Modellflugzeuge, Modelleisenbahn und so weiter und so fort. Dass ich davon halte, was mich da selber interessiert und so in der Art ein bisschen darüber plaudern einfach. Ich habe damit persönlich selber sehr viel schon Kontakt gehabt mit Modellbau. Ich habe früher, ganz am Anfang natürlich Lego, was man im Endeffekt ja auch schon als teils Modellbau ansehen kann, wenn man sich manche Fahrzeuge und so weiter anschaut. Habe ich natürlich da relativ viel in der Kindheit gemacht. Danach in meinen, ja, keine Ahnung, mit so 10, 12, 13 Jahren herum, keine Ahnung mehr so ganz genau. Oder was, vielleicht ein bisschen später, nein, ich glaube aber nicht, so um in dem Alter her, war ich halt immer tätig mit, habe ich Modellflieger gebaut, so Plastik von Marvel, glaube ich heißt das. Nein, von Re, irgendwas mit Re, irgendwas mit R, keine Ahnung jetzt ganz genau. Revell oder so irgendwas, ist ja egal auch. Die Hersteller, da habe ich so Modellflieger gebaut in den verschiedensten Maßstäben, vom großen, also der größte war glaube ich so 40 cm Flügelspannweite plus ungefähr auch die Länge und so Pi mal Daumen, aber meistens halt so Kampfjets, halt für militärische Kampfjets, verschiedenste, da habe ich auch gehabt einen schwebenden und so weiter und so fort, halt relativ heftiges Zeug und bin dadurch eigentlich ziemlich. Okay, ich hätte davor vorfahren sollen. Ah, okay, wir haben sogar früher Vorfahrt. Bin dadurch ziemlich mit dem in Kontakt getreten. Hab natürlich früher, dann schon als Kind, wir haben so eine kleine Modelleisenbahn gehabt, die aber nur so ein Kreis war im Endeffekt mit einer Hütte und so. Also wie man es halt kennt, so standardmäßig. Hab natürlich damit auch gespielt. Und wie bin ich zu dem Ganzen gekommen? Ich glaube eher, das war durch meinen Vater. Mein Vater ist früher in seiner Jugend, jungen Erwachsenenleben, keine Ahnung, so mit 20 herum, 25, ist der Autorennen gefahren, halt Modellautorennen mit Benzinautos, also richtig Meisterschaften in Österreich. Weiß nicht, da habe ich aber auch keine Ahnung, wie erfolgreich oder wie nicht erfolgreich und so weiter. Ich weiß nur, dass es gemacht hat. Also jetzt werden wir da schauen, dass ich da reinkomme und mich da irgendwie herstellen kann. Ich weiß nur, dass ich da hinten jetzt gerade das Auto mitnehme. Deswegen geht es so langsam. Oder? Na, da ist gar nichts. Wieso geht denn das so langsam dann? Wir werden uns da daneben hinstellen. Dann kann ich das nämlich gleich so richtig schön platzieren. Da brauchen wir nicht viel herumtun. Wir brauchen nur rausstellen, weil das können wir nachher gleich mit dem Kran machen. Bevor wir das machen, hauen wir sich aber den da noch weg. Also ich habe eigentlich immer schon mit Modellbau irgendwie was zu tun gehabt. So, wir schieben aber gleich noch die Palette, die eine da raus. Absichtlich so. Weil sonst können wir sie vielleicht nachher nicht mehr aufgraben und dann brauchen wir sie. Habe halt da immer schon was gemacht und ich bin halt auch handwerklich geschickt, weil mein Vater, wir tun eigentlich alles selber. Wir tun vom Fliesenlegen bis zur Heizungsinstallation, bis hin zum, keine Ahnung, Mauern, zum Betonieren. Wir machen alles selber und das habe ich halt dadurch bekommen und ich glaube, da ist es auch irgendwie in eine logische Form nachher, dass man irgendwie ja auch solche Sachen ein bisschen macht, so nebenbei. Ich habe danach eigentlich aufgehört mit irgendwann noch, keine Ahnung, irgendwie hat es keinen Spaß mehr gemacht oder ich bin mir da nicht sicher. Halt, ich würde, es macht schon Spaß, aber es ist halt erstens einmal sehr kostenintensiv, weil solche Modelle kosten Mörder viel Geld. Ich weiß nicht mehr, was da die Packung kostet, aber das ist nicht günstig. Und dann, wenn du es lackierst, hin. Oh. Sag nicht, der ist da aus. Na komm. Ich bin wirklich am Ende. Scheiße. Das bedeutet, wir müssen uns darüber stellen. Und dann, das ist, dass ich da mal den Endpunkt weiß. Und halt, das kostet verdammt viel Geld. Und das ist halt beim Modellbau immer schon so. Ich habe mir früher,
auch überlegt gehabt, irgendwann einmal so eine Art Modelleisenbahn zu bauen bei uns im Dachboden hinein und habe da schon designt gehabt und so weiter. Aber da hat mir halt einfach das Geld gefehlt, wo ich das irgendwann einmal, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich älter bin, dazu nochmal die Lust habe, das alles zu machen, in der Pension oder so, könnte ich mir vorstellen, aber dass ich jetzt das fix zusage schon, weiß ich nicht, halt das kommt drauf an nachher. Na, jetzt komme ich da nicht um die Ecke. Komm, gib Gas. Das gibt's nicht. Wo hängt? Da hängen wir hinten auf den Depperten. Ja, und wie komme ich da jetzt weg? Komm, gib Gas. Ich häng da. Ich habe mich da jetzt voll verpackt rein. Jetzt kann ich nur schauen, ob ich rückwärts irgendwie wieder. Scheiße. Boah, irgendwie da rausgepackt noch. Stellen wir uns am besten so irgendwo her. Das sollte sich eigentlich ausgehen. Dass wir halbwegs passend sind. Ja, Modelleisenbahn geplant und so weiter. Und dann war es aber so, was die, das sind so Gehirnspinste von einem Kind. Kannst du im Endeffekt eh nicht leisten. Oder so bald nicht leisten. Und überhaupt wenn es so, da habe ich geplant, so was nicht. 40 Quadratmeter oder sowas oder 20 Quadratmeter oder so, das ist ja, na komm, schwing nicht so. Und utopisch. Aber natürlich, vielleicht werde ich irgendwann die Kohle haben, beziehungsweise das Geld in meiner Pension oder so und auch die Lust und auch die Freude daran, dass ich das wieder mache. Halt, dass ich das noch einmal angehe. Aber ich bin mir noch nicht sicher, halt. Zurzeit habe ich halt einfach andere Interessen. Ich bin dann sozusagen eher in die PC-Schiene reingefangen. Natürlich muss sowas, wenn ich was mache, dann voll digital sein, weil ich komme gerade nicht klar mit der Steuerung. Das schwingt mir gerade ein bisschen zu viel. Voll digital sein, weil ich einfach ja der Technik-Freak bin. Und ich habe auch überlegt, eine Zeit lang zu machen, wie das so Benzinautos, wie mein Vater gefahren ist. Ja, da hätte ich halt die Urerfahrung von ihm gehabt. Der ist ja wirklich gut, was ich so erfahren habe von meinen Onkels und so weiter. Der war da richtig auf Staatsmeister schon hinaus. Und weiß aber nicht so, nichts, warum das aufgehört ist. Es ist halt ein wahnsinnsteures Hobby, hat er gesagt. Weil so ein Auto kostet dann gleich einmal im Monat, weil da brauchst du Reifen, da brauchst du das, brauchst du das, brauchst du das. Kostet so ein Auto gleich mal, damals waren es was, 5.000, 6.000 Schilling, halt so keine Ahnung. Oder noch mehr, halt so gleich einmal 300, 400 Euro im Monat, was man ausgeben muss, dass man da irgendwie was machen kann, was Sinnvolles. Der schwankt heute, das ist nicht klar, unglaublich. So. Und das sind halt so Hobbys, die sind genauso wie YouTube. Ich muss ehrlich sagen, YouTube als Beruf sehen kann, würde ich mir nicht vorstellen können. Halt, würde ich mir schon vorstellen können, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass man das als mit Beruf sofort anfängt. Dass man sich hundertprozentig, ich will damit Geld verdienen, sagt. Weil da spielt's nicht. Halt meiner Meinung nach muss man das als Hobby ansehen. Und YouTube ist ein verdammt teures Hobby. Wenn ich mir jetzt anschaue, was ich in den letzten Jahr ungefähr schon ausgegeben habe. Scheiße. Komm. Nicht umhauen, nicht umhauen, nicht um. Komm. Letzten Jahr schon ausgegeben habe für Equipment und ja, Spiele und so weiter, das hätte ich sonst nicht ausgeben, weil du kaufst ja nicht deine, weiß nicht, pro Monat deine zwei Spiele oder sowas, die du vorstellst. Nein, 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 nein. Das war jetzt Kacke. So, ruhig, ruhig. Passt. Und das sind halt so Dinge, wo du nachher denkst, ja, ganz schön heftige Kosten. Und da musst du halt überlegen, wie lange du das leisten kannst. Sagen wir so, ich habe jetzt das Geld im Endeffekt, das ich mir leisten kann, ein bisschen so nebenbei, weil ich sehe das als Hobby an und nicht mehr. Und wenn das einmal, aber wenn es sich so richtig nachher geht im Mikroeinkauf und so weiter, da muss nachher ein bisschen was rumschauen. Weil sonst ist das ist dann ja fast kein Hobby mehr. Da geht es ja gleich um 600, 700 Euro für einen Teil.
Und ich würde mir das aber auf sicher kaufen, weil ich da einfach Interesse dran habe. Und auch wenn ich das jetzt sozusagen nur als Hobby ansehe, braucht man, finde ich, Technik ist für mich einfach was Wichtiges. Und ohne sinnvolle Technik hat man halt weniger Spaß dran, meiner Meinung nach. Oder macht es vielleicht nachher mit der Technik auch noch ein bisschen mehr Spaß, oder man kann was anderes. Wow. Junge. So, erledigt. Wieso ist denn deine Aussparung in der Mauer? Ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Halt irgendwie in die falsche Richtung. So. Da können wir darüber. Und dann können wir da so her. Und ja, deswegen sehe ich, Modellbau hat mir wirklich selber Spaß gemacht. Aber es ist halt hat ein Hobby für mich gewesen, was ich eine Zeit lang gemacht habe und dann aufgehört habe. Es war nicht so mörderspaßig. Halt, ich habe das Zusammenbauen cool gefunden. Das Lackieren war schon wieder für mich so eine Arbeit, wo ich mir gedacht habe, mit dem Pinsel jedes Mal das schön zu machen und so weiter. Ja, gut und schön, aber Spaß habe ich nicht wirklich dran gehabt. Aber man hat es halt gemacht, weil es, dass das nachher, Spaß habe ich nachher wieder gehabt an dem Modell, dass es fertig war. Aber sonst so richtig Spaß am Lackieren und so war ich jetzt nicht der Fan davon. So, jetzt kommt es drauf an, kann ich es drehen? Ah, das ist, drehe ich gerade in die falsche Richtung. So. Und runter damit. Runter damit. Perfekt. Und das ist halt das Ganze, warum man bei jedem Hobby den Spaß einfach in den Vordergrund stellen muss. Und wenn es einem dann nicht mehr Spaß macht, dann ist es ja nicht sinnvoll. Weil ohne Spaß, weiß nicht, macht man einen Beruf vielleicht, weil man Geld verdienen muss, aber ohne Spaß ein Hobby machen, was man freiwillig macht und was um nichts geht, weiß ich nicht, wäre ich der falsche Typ dafür. So, wir haben da die. Macht den Baustellenbereich frei. Okay, haben wir. Zwei große Ziegelsteine Beton. Die haben wir da stehen eigentlich. Deswegen werden wir da gleich einmal. Na. Achso, wir haben da eigentlich so eine komische Draufsichtansicht heute. Ah, vielleicht habe ich deswegen die scheiß Mauern nur so depper positionieren können. Da unten haben wir die zweite. Vielleicht kann ich die umhauen mit deinem Palette, wenn ich sie ramme. Und deswegen nochmal zurückzukommen zum Thema. Deswegen sind so Spiele wie der Bausimulator oder der Landwirtschaftssimulator, da geht es ja auch um irgendwas, eine Art Simulation. Das ist ja dasselbe wie bei Modell. Na, scheiße, da komme ich ja nicht hin. Okay, wir müssen das anders machen. Das bedeutet, wir werden. Ist jetzt schwer. Ich überlege gerade, ob ich mal nicht den Radlader geschwind herhole. Habe ich einen Rad? Oh ja, Radlader. Den hole ich mal zur Baustelle. Zur Baustelle Nummer 2. Das wird gehen. Das wird zwar jetzt bisschen scheiße ausschauen, aber das ist mir egal. Weiß gar nicht, für was ich dabei den Radlader benötigt habe. Außer für nix. Wann habe ich denn den Rad? Wann braucht man den Rad? Ah, oh ja, einmal zum Ausschaufeln von irgendwas habe ich ihn benutzt. Für einmal so ein Loch zum Freischaufeln. Ich mache das jetzt auf Hardcore-Partie. Und das finde ich halt das Coole bei, wenn man Simulatoren beziehungsweise so Modellbau zusammensetzt. Im Endeffekt tut man da ja beim Modellbau auch nur die Wirklichkeit. Okay, jetzt habe ich mich gleich verpackt da schon. Die Wirklichkeit simulieren mit irgendwas. Nur macht man es halt da mit Gegenständen, die echt vorhanden sind sozusagen. Und da macht man es halt mit Computer. Der Computer simuliert da die Gegenstände. Und das ist im Endeffekt darum, glaube ich, ist Modellbau eine Art, auch eine Art Simulation in meinen Augen. Und somit im Endeffekt nicht viel was anderes als ein Simulator. Kann ich das in die Schaufel nehmen? Na, ist wurscht, machen wir es anders. Machen wir es anders. Nein, nicht Fußball spielen. So, den müsste ich aber erwischen, den probiere ich gleich so drauf zu schieben. Der zählt, der zählt. So. Schauen wir noch den nächsten, vielleicht, na, den nächsten Kahn. Nicht umfallen, wurscht. Wir werden den Krankschwind nehmen. Da bin ich, glaube ich, schneller dran, als wenn ich da jetzt mit dem Radlader irgendwie herum. Und ja, Modellbau, schön und gut, sehr teures Hobby. Macht viel Spaß. Eine Zeit lang, zumindest hat mir jetzt eine Zeit lang Spaß gemacht. Mir hat das keine
Jahrzehnte oder Jahre Spaß gemacht. Was ich mir eher spaßig vorstellen könnte, ist selber so Modelle zu entwerfen, halt so komplett selber irgendwelche Flugzeuge oder sowas, so wie man es bei D-Max sieht, bei dem Modellbauer oder Schiffe oder Bagger oder sonst irgendwas und damit richtig zu spielen, halt über das richtig Leistung auch haben. Aber so fertig Modellbauer ohne wirkliche Funktionen war mir nachher persönlich einfach zu langweilig. Halt, das war einfach für mich so, ja, Standardzeug. Das hat man, habe ich halt gemacht und das war es halt. Aber jetzt, dass man das nachträglich noch so viel Spaß gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. So, wir brauchen dann noch Zementsäcke für die Baustelle. Das bedeutet, wir fahren nachher mit dem LKW auf die Platte kurz, hauen uns die Zementsäcke drauf und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es mit dem nächsten Thema dann weitergeht, Modellbau ist sehr super, kostet viel Zeit, kostet sehr viel Geld. Und macht Spaß, glaube ich, wenn man sich so selbst verwirklichen kann. Wenn man sich kein fertiges Modell kauft, macht es Spaß, sonst eher nicht so mein Fall mehr. Habe ich früher gemacht, war gut und schön, aber irgendwo, wo du nicht selber deine Idee hineinbringen kannst, ist es für mich ein bisschen langweilig. Genauso wie wäre YouTube, wenn das vorgegeben wäre, was man alles machen muss, wäre das für mich langweilig, aber es ist ja doch, man ist dann sein eigener Herr und man kann da machen, was man will. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Thema vom Bausimulator 2015. Bis dann, tschüss.